Ja, kommen wir zum Stahlbetonbau. Da haben wir auch zwei neue Module, die ich Ihnen zeigen kann. Einmal das S520.de, das ist die Stahlbetonfundamentplatte, elastisch gebettet. Die Systemeingabe erfolgt über Koordinaten, Lage und Geometrie, wie gesagt, über Koordinateneingabe. Die Bodenplatte kann in einzelne Teilplatten zerlegt werden, um auch solche einspringenden Ecken zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt mit einer finiten Elementmethode. Entsprechend muss das Ganze vernetzt werden. Das macht das Modul automatisch. Der Anwender kann aber auch die Vernetzung manuell verändern. Das Flächenlager, das ist jetzt hier mal dargestellt. Da ist darauf zu achten, dass ein sogenannter Bettungskragen wird eingetragen oder eingegeben und der sollte mindestens so groß sein, dass die Setzungsmulde, die sich einstellt, innerhalb von diesem Flächenauflager auch abklingt. Das Programm berechnet es auch oder untersucht es auch und falls der Anwender diesen Abstand A hier zu klein eingetragen hat, dann bekommt der Anwender hierzu auch einen Hinweis. Die Berechnungsgrundlagen, also wir verwenden das steife Zifferverfahren nach Pasternak. Die Belastung, die eingegeben werden können, Eigengewicht der Platte ist klar, wird automatisch ermittelt. Und hier sehen wir alle Lastarten, die wir eingeben können. Gleichflächenlasten, diese Linienlasten, um zum Beispiel die Auflagerung von Wänden darzustellen. Hier eine Einzellast mit Aufstandsfläche wird einer Stützenauflagerung entsprechend oder hier auch die Blocklast. Die Eingabe erfolgt auch über Koordinaten. Wenn wir hier zum Beispiel die Eingabe einer Einzellast uns anschauen, die beziehen sich, also das ist der Abstand A in X-Richtung, A in Y-Richtung und das bezieht sich dann hier auf die jeweils eingetragene Ecke der Platte. Der Querschnitt, klar, Bodenplatte, Normal- oder Leichtbeton kann ausgewählt werden. Die Betondeckung wird vom Anwender manuell vorgegeben. Bei der Bewehrung werden Matten und Stabstahl als Zulagen gewählt. Der Anwender kann eine obere oder und untere Grundbewehrung vorgeben. Die Bewehrungswahl erfolgt durch das Programm automatisch. Und die Darstellung der Bewehrung entweder über Tabellenausgabe oder hier mal als Beispiel dargestellt, so eine ISO-Flächenausgabe oder auch eine ISO-Linienausgabe steht uns hier zur Verfügung. Bei den Nachweisen, das hatte ich schon erwähnt, Bodenplatte, klar, wir führen eine Biegebemessung und einen Querkraftnachweis durch oder eine Querkraftbemessung. Auf Wunsch kann auch der Rissbreitennachweis zugeschaltet werden. Das sind also die Nachweise für die Bodenplatte selbst. Und zusätzlich berechnen wir die Bodenpressung in der Gründungssohle. Das sehen wir hier mal als Beispiel ausgegeben. Auch grafisch als Flächendarstellung oder tabellarisch mit dem Mindestwert der Bodenpressung beziehungsweise mit den maximalen Werten der Bodenpressung. Dann werden die Setzungen, die zu erwarten sind, berechnet. Und in dieser Tabelle wird dann auch gesagt, klingt die Setzungsmulde innerhalb des Flächenauflagers ab oder nicht. Und wenn die Setzungsmulde nicht abklingt, dann müsste dieser Bettungskragen ein bisschen größer gewählt werden.